So, und da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Es geht gegen, ja, genau, ihn hier. Namen leider nicht aussprechbar meinerseits, tut mir leid. Wir gehen rein in eine weitere Runde Mechabellum 1 gegen 1 Ranked. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so krank anhöre. Ich bin eigentlich nicht krank. Werde ich krank? I don't wanna get krank. Er lädt ein bisschen. Wir können uns noch ein paar Tipps durchlesen im Schnelldurchlauf. Okay, jetzt Tipps kaputt. Sehr gut. Rein geht's. Aerial Specialist lacht mich natürlich an, Leute. Ne? Das müsst ihr mir verzeihen, aber das ist so gut. We do this. Was hat er? Oh, es ist okay. Es ist okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bum, bum. Big Shuck. The one and only. 1, 2, 3, 4. 5, 6. So, und ihr euch so in der Mitte, damit die Artillerie abgelenkt wird. Ja, na komm, mach mal so. Und dann Arclights, aber ich finde hier Arclights schwierig zu spielen, weil er je nachdem, wo seine Artillerie steht, stehen meine Arclights halt total im Feuer drin. Nichtsdestotrotz, Alter, die Crawler. Und da würde ich dann ganz gerne schon mal Runde 1 mit Arclights gegensteuern. Wobei ich ja später auch die UFOs haben will, ne? Jetzt hoffe ich, dass meine Crawler hier in der Mitte so vorrennen, dass seine Artillerie. Ja gut, wenn die pusht. Ah, da vielleicht halt mein Arclight direkt. Aber die müssen halt ein bisschen mittig stehen und relativ weit vorne, dass sie halt gleichzeitig mit meinen Balls reinkommen, ne? Also, we tried like this. Okay, er hat sie da hinten stehen. Und ich glaube, die werden erstmal getriggert. Also die Artillerie wird erstmal getriggert durch die Crawler, das ist gut. Während mein Arclight schon mal seine Fangs auseinanderrupfen kann. Das ist auch sehr gut. Range wäre, glaube ich, dann gutes Upgrade oder man geht halt direkt für UFO. Ich kann es ja kostenlos freischalten als Aerial Specialist. Spezialist. Spezialde Aerial. Ja. Alter, also ja, die haben mal gut getroffen gerade. Das war frech. Also da haben die echt gut gedacht. Die horizontale Aufstellung muss das ja gewesen sein, oder? Also hör mal, richtig gut. Ja gut, erste Runde gehört uns, aber das wird. Hat das, glaube ich, was ist er überhaupt? Cost Control. Oh. Oh. Deswegen auch so viele Units. Ne, er hat gar nicht so viele Units. Okay, External Range Steel Wall. HP bei 40, ATK bei 30. Ist, glaube ich, zu schwach. Die sollen ja wirklich tanken. Und wenn die 40% weniger HP haben, ist doof. Gerade gegen die Artillerie. Dann zerplatzen die einfach sofort. Sledgehammer nicht. Scorpion nicht. Mass Produced Wasps. Ich glaube, mit Ariel ist das gar nicht so bad. Wir stellen ihm einfach ab jetzt nur noch Wespen da rein. Naja, vielleicht nicht nur noch, aber viele. Vielleicht hier hinten gleich so ein Pack? Na, ich habe keinen Spring drauf. Von daher lassen wir das. Ist jetzt ein bisschen zu viel Commitment, würde ich behaupten. In der derzeitigen Meta. Dem geben wir noch ein Upgrade. Sie haben sich hier gut durchgefressen. Nichtsdestotrotz, probieren wir es mal. Gucken, wie er reagiert. Er baut nämlich mehr Artillerie und hat sich hier auch mehr Troops geholt. Noch mehr Crawler. Okay. Und jetzt gehen seine Geräte, genau, leider auf meine Arclights. Und das macht nicht so Spaß. Aber ich habe die Wespen, die mir hier die Runde retten sollten, wenn sie die Fangs denn wegschaffen. Ja, aktuell stehen da noch ein paar Fangs. Und die sind leider noch auf den Good Old Crawlern hängen geblieben, meine Leute. Der dreht jetzt um, kriegt nur einen Fang leider. Und er verfolgt das Crawler-Bataillon da unten. Ja. Ich meine, das sind drei Fangs. So. Komm schon, Wespen, dreht doch mal bitte um. Na gut, dann holt halt das Crawler-Bataillon. Aber holt es auch irgendwann mal. Und jetzt die. Sehr gut, sehr schön. Ich brauche mehr Schaff jetzt an der Frontline. Zwei Crawler-Packs hier vorne, damit die abgelenkt sind. Und jetzt wird's interesting. Goddammit, das ist es halt, ne? Er kriegt jetzt den Typhoon und den Mustang-Drop. Beides so insanely gut gegen meine. Sag schon. Gegen der Gerät Wespe. Ich bin Ariel. Er weiß, dass ich Ariel bin. Ich werde jetzt das UFO picken, um natürlich halt mit Platte gegen Mustang und Typhoon irgendwie klarzukommen.
Aber er kann natürlich jetzt auch Phoenix deswegen picken, was aber trotzdem nicht so gut gegen meine, sag schon, wie heißen die Geräte? Wespen wäre. So, den können wir aber schon mal Leben geben. Level. Und da würde ich noch nicht zu krass. Ich hätte eigentlich lieber noch einen UFO gehabt. Ja, genau. Kann ich das Auto übersetzen lassen? Click to translate. Miserable. Für ihn oder für mich? Was meint der Mann? Ich hole mir ja noch mehr Chaff, glaube ich. Aber ich weiß noch nicht wo. In die Mitte? Dass sie sich direkt zu den Artillerien aufteilen? Ich glaube, oder? Das hört sich relativ stark an. Und mit ihm als Schaffklee jetzt, sollte ich eine relativ gute Kombi haben, ne? Kann ich noch was freischalten? Overlords vielleicht, will ich die später noch spielen. Oder brauche ich noch... Ne, ich nehme mal die Overlords. Und die 50, die behalten wir jetzt mal. Noch eine Bombe platzieren können, aber... Oh, ja, okay. Er wollte sich die tatsächlich. Das heißt, Platte ist hier Pflicht. Aber das vereitelt jetzt auch so ein bisschen meinen Plan, den ich hier hatte. Mit, ich habe leider keine Platte auf den Boards. Das muss ich nochmal nachrüsten. Ja, aber jetzt, ne? Jetzt shreddet er halt durch meine Westen durch. So, das ist... Da brauche ich jetzt Range. Und dann brauche ich Damage auf Boden. Da brauche ich Platte. Ich brauche jetzt so viele Tags. Das ist halt so teuer. Das ist ein bisschen doof. Aber vielleicht kriege ich hier immerhin noch ein paar Troops raus. Na, jetzt mit Debuff ist ein bisschen schwierig, aber die Artillerie soll noch fallen. Jetzt hat er hier zwei. Ja, das sind auch. Das sind 1200 Damage. Ne, 150. Okay, das sind nur 3600 Damage. Das ist natürlich jetzt juicy, weil ich so viel Text noch ausgeben muss und ich noch keine einzige gegeben habe. Laser Sights ist aber auch etwas sehr Cooles, gerade für die Wespen. Supply Specialist. Ja, es ist... Ich glaube, das ist einfach... Es saved mir so viel Money. Ich muss allein 3 Tags ausgeben auf den und vielleicht will ich ja noch andere Einheiten spielen. Aber Laser Sights ist auch gerade auf so einer starken Wespe später. Ne, komm, dann gehen wir dafür. Geben den jetzt Range. Geben den Platte. Und sparen hier schon gar nicht so schlecht Geld. Aber ich muss ihm jetzt irgendwas bieten da vorne, was halt noch ein bisschen mehr tankt. Ich kann jetzt leider keine, kein UFO mehr dazu holen, was ich gerne holen würde. Ich könnte mir noch Phoenix holen. Für den Damage gegen die Typhoone, aber das ist alles nur halb gar, würde ich sagen. Ich weiß aber auch nicht, was ich jetzt hier bauen soll. Ich glaube, noch eine zweite Welle Chaff. Würde mir gut tun. Und dann schauen wir einfach mal, was wird. Nächste Runde dann noch ein UFO und eventuell mehr Wespen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mehr in Richtung Wespe gehen will. Ich habe denen jetzt mal Rage gegeben. Mal gucken, wie es funktionieren wird. Ob sie hinterm... ich hasse es. Ob sie hinterm Dings stehen bleiben werden. Oder ich muss halt hier vielleicht Giants mit reinschicken. Ne? Also, zwei Fortress oder so. Also die Wespen bleiben schon mal ganz gut gerade dahinter stehen. Platte hilft, dass das UFO ein bisschen mehr überlebt. Jetzt noch Damage auf den Wespen gegen Boden. Und die Strategie könnte aufgehen. Rechts brauche ich auf jeden Fall noch ein UFO, weil links hält gerade einen Level 2 UFO gegen zwei Level 2 Typhoone mit Upgrade aus. Also rechts wird das definitiv... Okay, der kriegt schon wieder ein Level. Das ist unfortunate, ne? Boah, das wird nicht aufgehen, die Strategie, glaube ich. Wir haben jetzt viel Geld. Wir könnten auch zwei... Der lacht mich an. Glaube ich. Der Sandwurm. Der wäre auch eine gute Lösung gegen die Typhoone, ne? Gegen die Artillerie. Der duckt da einfach so weg. Wenn er einen Melter hat, den wird er sich wahrscheinlich holen. Oder 3 Sniper mit Anti-Air. Komm, wir gehen hierfür. Ist auch relativ teuer. Du preschst mal direkt hier so vorne mit rein. Oder sollst du eher von der Seite kommen? Nee, du sollst da schon auch das Feuer auf dich ziehen. Wir geben hier noch ein UFO aus. Wir könnten da auch noch Degeneration ausgeben, aber das wäre jetzt noch relativ teuer.
Die upgraden wir jetzt nicht mehr, weil dafür haben wir die UFOs. Gebe ich hier schon Ground aus. 350. Könnte man überlegen. Könnte man noch zwei Wespen holen. Ich könnte auch hier in der Mitte noch ein UFO aufstellen. Dann würde das, der Damage ein bisschen verteilt werden. Ich glaube, das machen wir. So. Dann will ich euch dann mal schneller weghaben. Dass die möglichst schnell an die Taifune rankommen. Die Lachse. Denn zum Reichen und Stern ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Ah, komm schon. Degeneration Beam, glaube ich, gleich noch auf jeden Fall muss. Und jetzt kommt der Wurm hier rein. Zack, zack. Was hat er sich geholt? Er hat es, glaube ich, verkauft, kann das sein. Und mehr Taifune geholt. Sieht so aus, ne? Sniper, nein, Sniper Level 3 hat er sich geholt. Okay, das... Oh, mit Electromagnetic Shot. Oder wie heißt das? Electromagnetic Shot, ja. Dann vielleicht doch nicht, Degeneration, weil wenn er da einmal drauf einloggt, dann ist das irgendwie useless. Der Degeneration Beam. Den holt er sich auch hier direkt, weil er antizipiert, was ich vorhatte. Aber mit dem Wurm stehe ich gar nicht so schlecht und ich glaube, actually, mehr Wurm-Gameplay ist hier die Lösung, ja. Würmer rein auf die, wie heißen sie? Typhoons, genau. Und dann jetzt mit so einem Heavy-Armor-Ding natürlich nochmal lecker, aber der Iron Blast, ne, der Iron Blast. Schmeckt auch gut. Der wird mich halt komplett hops nehmen können, ne. Ich finde das Heavy Armor gerade sogar irgendwie ein bisschen besser. So ein Wurm mit nochmal mehr HP ist schon ganz geil. Und Underground Maintenance. Ja, maybe, baby. Oder Sandwurm. Sandsturm. Sandwurm, Sandsturm. Ich weiß es doch nicht. Iron Blast, ja. Aber ich treffe mit dem Kacke doch nicht. Der bleibt relativ schnell hier stehen, weil die Crawler darauf zulaufen. Das heißt, hier könnte man relativ gut so ein Ding durchziehen. Aber ich glaube, ich will hier mit Würmern rein. Du kriegst einen und hier noch einen Wurm. Ne, du sollst schon da rein, Kollege. Schön auf ihn hier. Ihm geben wir nochmal eine Bombe. Das muss schnell weg. Der Chaff. Wie gesagt, den brauchen wir nicht. Hier können wir noch ein Level vergeben. Hier denke ich auch. Aktuell funktioniert es ja mit dem Wespen ganz okay. Oh, hier bräuchte ich noch ein Level. Da müssen wir nochmal kurz einen ausgeben. Das muss auf Level 3, das Ding. Das Level darf ich jetzt nicht wasten. Könnt ihr noch freischalten, obwohl wir die gar nicht spielen wollen. Hier noch ein Level auf die Balls. Actually, why not? Actually, why not? Und dann gucken wir, ob wir vielleicht hier durchkommen oder sein Iron Beam mir alles nehmen wird. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Kein Iron Beam. Er hat sich Fortress geholt. Unter anderem. Ja, das ist halt ein guter Wurm-Counter, ne? Wo ist mein Wurm? Der kommt da jetzt ganz alleine raus und wird von allem gefokust. Hallo, ich bin der Wurm. Nom nom. Aber er nimmt halt auch dieses Gerät hier komplett hops, ne? Jetzt bitte abtauchen und nächstes Ziel wählen. Du hast viel Range, Kollege. Aber du gehst jetzt hier rauf direkt. Das ist gut. Die Balls kommen jetzt durch. Das ist nice. Aber der hat, glaube ich, direkt ein Level bekommen, weil er halt den Wurm Level 2 geholt hat. Aber ich komme durch. Das ist alles, was zählt. Komme aktuell durch. Aber wenn er jetzt mehr Fortress spammt und dann halt auch noch die Anti-Air darauf klatscht, dann habe ich halt ein richtig massives Problem. Was könnte ich jetzt machen? Ich könnte Boote spielen nach oben drauf. Mass-Produced Overlord. Habe ich Range da drauf? Ja. Shield ist für ihn gut. Giant Units. Könnte ich auch wählen. Ich glaube, das ist sogar besser hier für mich als Mass Produce, weil das Geld ist einfach gerade da. 350. Das sind 700, 1050 plus 50 sind genau 1000. Also wenn ich jetzt kein Geld ausgebe, na, ich gebe ja 100 aber aus. Oh, ist das scheiße. Ist das kacke. Und er hat sogar schon die Barrages drauf. Also ja, ich glaube, ich hole mir hier Boote. Gegen seine Kollegen da ein bisschen anzukommen. Ach, es ist so, ich muss so viel Geld ausgeben.
Dann nehmen wir doch lieber das. Allein er hier ist so teuer. Jetzt kann ich mir gar kein Boot mehr leisten, leider. Aber den würde ich trotzdem mitnehmen. Du kommst mal hier so von da rein. Du mal hier so von da mit rein. Sollst vor allem halt die erste Charge Dings hier auf dich ziehen. Barrages. Damage auf Boden wäre jetzt noch etwas, was ich mir wünschen würde. Du kriegst ein Level. Ich gebe nochmal Reichweite aus. Kann ich hier noch was ausgeben? Ich probiere mal Mechanical Rage. Ich habe das noch nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das rauskommt. Aber so ein bisschen gegen sein Schaff kann das vielleicht gar nicht so schaden, wenn der Wurm hier ein bisschen mehr zack, 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 zack reingeht. Na, hier, die Boote machen jetzt das ganz gut weg. Das gefällt mir sehr gut. Er kriegt hier aber direkt halt den IMS. Wie heißt das denn? Der Gerät Buff halt. Debuff. Magnetic Shot. So heißt das. Und jetzt stehe ich hier ganz schön schwach da und habe nicht genug Damage auf der Brust. Weil meine Wespen halt kein Upgrade haben und die werden jetzt gleich alle rausgebombt. Junge, ey. Fortress ist halt so stark immer noch. Und ich weiß jetzt nicht, was ich dagegen spielen soll, weil das ist halt so ein krasser Allrounder. Und ich bin jetzt hier sogar tot. Oh Mann, ist das ärgerlich. Hätte ich diese Runde noch irgendwie holen können, frage ich mich, ne? Die Boote waren zu schwach. Aufgrund natürlich auch des Upgrades, das ich gewählt habe. Kann ich noch sehen, was mein Commander kann? Ja. 10% mehr HP durch meinen Commander. Aber 20, also letzten Endes hatte mein Boot nur in Anführungsstrichen 10% weniger HP. Hier wäre Photon Emission vielleicht noch ganz geil gewesen, damit die Würmer nicht disabled werden. Und dann Degeneration Beam. Aber das wäre alles viel zu teuer geworden, ne? Also das allein kostet 450, das kostet nochmal 300 und das hat auch nochmal 200 gekostet. Das war es leider so gar nicht. Die haben dann hier die relativ gut rausgenommen, aber er hätte so viel Anti-Erdern da stehen. Was sehr gut für mich funktioniert hat. Und die Fortress halt auch gut gegen die Würmer. Launcher Overload. Krass. Ja klar, die Würmer kommen ran. Ne? Er braucht keine Range. Und knattert die dann so weg. Egal wie viel Armor die haben. Gute Chaff-Verteilung hier hinten drin. Ne? Da haben sich meine Würmer, glaube ich, auch gut aufgehalten. Ich weiß nicht, ob der... ja, es ist halt schon viel Damage, was dabei rumkommt. Ne? Und die paar Shots, die sie abgegeben hätten, hätten dann vielleicht das ein oder andere Fortress rausgenommen. Ich weiß nicht, was man hier am besten hätte gemacht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was in dieser letzten Runde das Beste gewesen wäre. Aber miserable. GG, wollte ich ihm noch schreiben. Tja, meine Damen und Herren, das war eine weitere Runde Mechabellum. Fortress. An denen zerbeiße ich mir immer noch die Zähne. Tja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.